Die ewige Baustelle, die Ortsdurchfahrt in Villmar, ist nach 2,5 Jahren Bauzeit nicht nur zur Freude der Anwohner endlich fertiggestellt worden. Die Ortsdurchfahrt ist offiziell freigegeben. Der Verkehr kann jetzt, wie gewohnt, schlecht gesagt, ist ja schon lange her, dass die Ortsdurchfahrt befahrbar war in gewohnter Art und Weise. Aber sie kann jetzt wieder befahren werden, entlastet natürlich auch andere Straßen wieder. Das ist gut. Und ich glaube, das ist eine Riesenentlastung für alle und wir freuen uns natürlich definitiv, dass die Straße jetzt endlich fertig ist. 2,5 Jahre Bauzeit ist eine sehr lange Zeit und da möchte ich mich auch natürlich nochmal für alle Anwohner, für alle Betroffenen bedanken, für deren Verständnis, für deren Zeit und Geduld, die sie investiert haben, aber auch der Baufirma, die wirklich auch teilweise mal eine Nachtschicht eingelegt hat. Das war an einem Montag, das weiß ich noch, da warten wir bis nachts um 1 Uhr gearbeitet. Nicht selbstverständlich, aber man hat alles getan, um die Anwohner und Geschäfte zufriedenzustellen, die in der Ostdeutschland liegen. Von daher nochmal vielen, vielen Dank. Richtig gut sieht er aus, der neue glatte Asphalt. Ja, sogar behindertengerechte Bürgersteigaufgänge sind eingefügt worden. Vieles, was zu Beginn der Bauphase nicht mit einkalkuliert wurde, tat sich in den 2,5 Jahren Bauzeit auf. Sehr marode Rohrleitungen mussten umfangreicher erneuert werden als geplant. Der archäologische Fund des alten Wiesentores, sperriges Marmorgestein im Bereich neu zu legender Abwasserleitungen und zusätzliche Arbeiten der Sühner führten zu ständigen Verzögerungen. Nein, also in der Ortsdurchfahrt haben wir nicht nur den Kanal erneuert, sondern wirklich Stromleitung, Gasleitung, alles was zu machen war, haben wir erneuert, auch teilweise Oberleitungen, die über die Horstdächer noch hier teilweise in Villmar laufen, unter die Erde gelegt. Deswegen hat es auch unter anderem länger gedauert, weil die Sühner das gerne gemacht hätte. Und das war auch eine gute Entscheidung, bevor wir jetzt, ich sag mal, in 1-2 Jahren dann die Straße wieder aufmachen müssten, weil die Leitungen unter die Erde müssen. Deswegen hat man das jetzt alles in einem Rutsch gemacht und deswegen hat es auch etwas länger gedauert. 2,5 Jahre Bauzeit vermochten trotz allem nicht den veranschlagten Kostenrahmen von 3,1 Millionen Euro zu sprengen. Das Ganze ist natürlich ein Mammutprojekt gewesen, Mammutprojekt finanzieller Art und Weise. Mit 3,1 Millionen hatten wir gerechnet, sind am Ende dann nur noch 2,9 plus minus geworden. Also wir sind hier deutlich drunter geblieben unter den veranschlagten Investitionen. Das nächste steht natürlich leider oder auch gut so vor der Tür, das ist die Bayernstraße, auch das ist nochmal ein Projekt in ähnlicher Größe, wird wahrscheinlich auch nochmal 2 Jahre in Anspruch nehmen, haben wir jetzt mal grob gerechnet. Auch hier bitte ich schon mal um das Verständnis für die Anwohner, die es jetzt nicht nur die Umleitung durchmachen mussten, aber jetzt auch die Baustelle haben. Auch der behindertengerechte Umbau der Bushaltestelle an der Villmarer Kapelle, Ecke Struther Weg und Weilburger Straße, fand sein Ende. Sie erstrahlt in neuem Glanz und bietet dank der Bürgersteigerhöhung alten und behinderten Fahrgästen einen leichteren Einstieg in den Bus.